auf ein neues. Und damit begrüße ich euch. Sag hallo, herzlich willkommen zu The Witcher 3. Mein Name ist... Hier läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Jo, ist bekannt. Mir auch gleich. Herzlich willkommen zu The Witcher 3. Wir sind hier, ja, eigentlich auf dem Weg zum Anschlagbrett. Aber hat wohl nicht sollen sein, denn wir haben hier noch... Na, eine kleine Quest her, ne? Mit Arachnomorphen. Hey, komm doch mal her. Ja, ich bin schon gleich da. Und ich werde es nochmal einfach spielen lassen, falls jemand die gestrige Folge nicht gesehen hat. Und ja, hört mal genau hin. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob. Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde, wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Jo, und damit komme ich wieder ins Spiel und rede über Lohn. Das Wichtigste zuerst. Reden wir über meine Belohnung. Und ich bin ja gut gefahren, dass ich mit 185 Kronen, dass ich da recht gut beieinander bin. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Jo, backen wir's. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Jo, und ich hoffe auch zum letzten Mal, liebe Freunde. Denn ich habe schon 2 oder 3 Anläufe in der letzten Folge gerade versucht. So, da hilft am besten, weil ich es noch kenne, Insektoidenöl natürlich. Und last but not least, ein bisschen vom Alk hier. Und da, und ich hoffe, da kommen wir mit gut zurecht. Und am besten nehmen wir, hätte ich gesagt, die telekinetische Druckwelle. Oder doch mal das Axi-Zeichen. So, neue Quest, Winzerauftrag, schieß mich durch. Mann, ich muss vielleicht kacken. Der muss kacken, ich muss gleich kotzen. So, wir gehen rein. Und schnappen uns die Jungs. Jungs. So, was? Alter, Jungs. Wieso kann ich jetzt hier gerade nicht gut? Jungs. Ich bin gleich tot, Alter. Nein! Ey, was sind das für Viecher? Was sind denn das für Viecher? Okay, das hat mal so gar nichts gebracht, Freunde, aber gar nichts. Wieso hilft da das Igni-Zeichen? Ich verstehe es nicht. Nur die Drecks-telekinetische Druckwelle. Das Axi-Zeichen, ohne Witz, das bringt fei gar nichts. Wenn ihr das Spiel spielt und habt diese scheiß Arachnomorphen vor euch, vergisst im Axi-Zeichen, das juckt denen ja einen Scheißdreck. So. Ich hoffe, es wird jetzt besser dann im nächsten Anlauf. Ach, und weißt was, wir looten das dann alles ganz zum Schluss. Wir gehen jetzt gleich schnurstracks zum Weinhändler. Überspringen das natürlich wieder diese Szene. Ach ja. Irgendwas ist halt immer, ne? Hat er gemeint. So, Ladies and Gentlemen, ich wäre dann eigentlich wieder soweit. Arachnomorphe. Na, wieso dauert es jetzt so lang?
5 Minuten haben wir auch schon wieder geschafft. Gratuliere. So. Ob die am Fanelli mir einen Kredit gibt? Mein Freund. Hey, Sicherheit haben. Komm doch mal her! Ich bin doch schon da. Bitte! Ich hab. Bla bla bla. Ente. Das Wichtigste. So, wie gesagt, auf 185, das sind wir gut bedient. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Sie verarschen! Ich wusste, dass wir uns einig werden. Wieso nimmt ihr jetzt die 185 nimmer? So, wir machen es nochmal. Wir müssen es leider nochmal so machen, Freunde. Es tut mir da auch in der Hinsicht wirklich leid. So, aber haben wir doch auch gleich schnell. So, meine Lieben. Ob Kian Fanelli mir die Kampftore kann meine Frau als Sicherheit haben. Halt! Was jetzt, du Stück? Und es wird Zeit für Alkohol, hat er gemacht. Fuck! Ihr Arschgeigenviecher! Junge, holla die Waldfee, hat er gemeint. Okay, da muss ich jetzt doch ein wenig taktischer vorgehen, hat er gemeint. Ja, schade. So, wir gehen nochmal ins Inventar rein. Schnappen uns was Verzehrbares. Greifen die Jungs gleich mal an hier wieder. Na, kommst du her, mein Freund? Oder lässt es bleiben? Ich warte jetzt hier nochmal. Ich kann mich nur so leider Gottes aufladen. So, und da kommt er gleich, habe ich schon gesehen. Deswegen nochmal zum guten alten Weine. Kippen wir es uns hinter, hat er gemacht. Alter Verwalter, was ist denn hier los? Was haben denn die falsches gegessen geholt? Alter, ich bin schon wieder tot. Das gibt es nicht. Wieso? Was ist los? Das darf nicht wahr sein, ey. Das darf nicht wahr sein. Einige Erscheinungen und andere Monster können eine immaterielle Form annehmen. Um sie anzugreifen, musst du sie in den Hirtenzeichen oder eine Mondstaubbombe zwingen. Sich der Trankschwalbe regeneriert sowohl im Kampf als auch sonst Vitalität. Das hast du schön gesagt. Boah, wieso kriege ich das nicht geschissen mit diesen Viechern? Ganz ehrlich, ich glaube, da bringt das Feuer eigentlich am meisten, ne? Oder? Obwohl es eigentlich nicht mit anzeigt, dass es dagegen gut hilft. Mann. Okay. Mit dem Axi-Zeichen kannst du Al-Ghule zwingen, ihre Stacheln einzufahren. So nicht anders. Ragnarok. Die Einwohner von Skellige erwarten Ragnarok, die letzte Scheiße. Die letzte Schlacht natürlich. So, ich werde mal soweit. Boah, wieder 10 Minuten, ey.
So, weißt was? Wir probieren es jetzt wirklich doch nochmal. Nein! Nein! Boah, was ist denn los heute mit der Franconia? Ich glaube, mit dem Feuer bin ich doch am besten wirklich. Komm doch mal her! Bitte! Bla bla bla. Ich hab. Ah, da machst du was mit, Alter. Da magst du was mit. Das. So, 185 hat er gemacht. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Wieso will der jetzt die 185 nicht mehr nehmen? Was ist Beinahe jetzt los? Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Beinahe Ach komm, leck geschafft. Mich am Arsch. Wir sind uns fast einig. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. So, jetzt aber, oder? Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Willst du mich verarschen? Also wirklich, du übertreibst. Nimm, was ich biete, oder ich suche mir jemand anderen. Hey, weißt was, du blöder Hund? Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus. Bla bla bla. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Jetzt weißt was, für das Geld, Alter, ne? Müsstest du eine aufs Maul kriegen. Damit kommen wir doch am besten klar. Hetzerle hat er gemeint. Wolfsbahn. Monsterblut. Wir meditieren mal eine Runde. So, checken nochmal die Lage nach einem guten alten Futter. Weißt du was? Und jetzt scheiße ich hier gleich auf, die Fackel. Sondern knall uns hier eine Katze hin. Schwertwal. Waldkauz. Katze, hat er gemacht. Jetzt sehen wir wenigstens hier, was Sache ist. Kleines Muttergehen, wir looten jetzt trotzdem mal alles hier. So, ihr Stinker. Arachnowurf, du Drecksviech. Komm, leck mich am Arsch, ganz ehrlich. Jetzt ist Schluss, Feierabend. Dann leckst du mich am Arsch, das machen wir jetzt irgendwann anders mal. Entschuldige, tut mir leid, wenn die Flug jetzt ein wenig... Ah, aber jetzt haben wir fast 15 Minuten. Hier nur dieses blöden Drecksviecher. Dann machen wir es anders mal.
Wenn wir da doch ein wenig mehr Power haben hier unter der Schüssel. Jo, nämlich so hat es doch keinen Wert. Ich mache da jetzt keine ganze Folge wegen denen. Die sind Stufe 43, Kollege. Die sind Stufe 43, ich verstehe es nicht. So, weißt was, dann werden wir die Quest nochmal... Ja, wir werden diese Quest jetzt zwar nochmal beginnen, sprich, dass wir sie haben, aber wir werden sie jetzt nicht mehr machen. Weil bei aller Liebe, das ist mir jetzt doch ein wenig zu nervig gerade, dass ich gegen diese Pupsviecher von Spinnen, dass ich da jetzt nicht ankämpfen kann damit. Schon ein wenig doof, muss ich ehrlich sagen, schon ein wenig doof. So. Ob Gian Fanelli mir einen Kredit gibt, kann meine Frau als was, Sicherheit was? Haben. Servus. Hey, komm doch mal her. Bitte. Ich hoffe, ich bekomme ein wenig mehr Kohle jetzt, bitte. Ich hab... Bla bla bla, nee. Das machen wir rüber. Wir möchten Kohle sehen. Das... Und zwar ordentlich, mein Kumpel. So, komm bitte. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Du bist der Depp. Jetzt Zettler. Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Du bist der kleine Geizkrogen geworden, was du das? Beinahe geschafft. Wir sind uns fast einig. Hey, ganz ehrlich, für diese Ding. Beinahe. Hey, willst du mich geschafft. Verarschen? Wir sind uns fast einig. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Witzbold. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermitteln. So, Adi bleib schie, ganz ehrlich. So, wir wollten nämlich da nach oben. Wir wollten nämlich hier nach oben. Monster sind dein Steckenpferd. Frauen! Wo hast du denn diese Katzenaugen her? Wenn ich diese Kicher. Mit Frauen komme ich eigentlich auch ganz gut klar, ne? Ui, ist das schön hier unten. Was ist das? Voll das große Lagerfeuer, ne? Können wir Käse mitnehmen? Feiern die hier ein Fest? Oder ist das hier so eine Grill? Hier feiert das ganze Dorf, denke ich mal. Oh, das ist auch eine gute Batteriehitze, die Weinfässer hier draußen stehen zu haben. Naja, das ist nicht gut, aber schön hier, ne? Können wir hier rein? Nein, leider nicht. Ich finde es schon ein wenig schade, dass ich nicht überall rein kann hier. Aber das ist dann auch wieder Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach, da geht's die Treppen auf. Ach, hier. Die spielen Würfel. Und das weiß ich, dass das bei den vorherigen Witcher-Teilen, dass du da Würfelspiele spielen konntest. Hier stampfen die also den Wein, oder wie heißt das? Der Fachausdruck, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Schade, hier können wir auch nicht rein. Okay, wie sieht es dann mit dem Häusler aus? Hm, wohl auch nicht. War der Hammer als der Nagel. Oh ja, Fieber. Ich glaube, ich habe Fieber. Ich habe auch gleich Fieber. Stangenfieber. So, hier können wir rein, hat er gemeint. Jo, abgenutzte Lederball, kaputt Trauben. So, wir gucken uns aber erst hier unten um. Hier ist doch eigentlich auch recht dunkel, ne? So, Olive, hier noch irgendwas zu essen. Eine recht schlichte Hütte. Oh, Rezept, Transmutar.
Transmutator für Mutagen, rot in blau. Nee, den machen wir natürlich wieder an, entschuldige. So, hier in diesem Raum gibt es nichts mehr. Gucken darüber hier das. Ach, hier ist die Küche. Ah, schön. So, Olive. Nein, Kerze lassen wir natürlich wieder an. Brioche, verbranntes Brot, das fressen wir trotzdem. Wegen Röststoffe, das passt schon. Okay, hier kommen wir raus. Komm, da gehen wir nochmal hier raus. Ach, und hier töpfern sie. Echt? Es freut mich für dich, mein Kind. So. Wir gehen hier nach oben. Auf den Dachboden. Ah, nein, da können wir nur ausmachen. Aber auch nochmal ordentlich geräumig, alter Verwalter. Wer hätte das gedacht? Ich hab gedacht, da ist wirklich nur noch ein paar, ja, alte Fässer etc. Was haben wir hier? Olive, Zwiebeln, jawohl. Alles, was dem fränkischen Gaumen begehrt. Es ist wirklich verdammt geräumig hier oben. So, hier drüben haben wir noch was. Baumwolle und Zwirn. Ja, kann man schon mal so lassen, ne? So, wir gehen wieder nach draußen. Yippie, und wir kommen dahin. Wer hätte gedacht, dass die Ritter so miteinander beschäftigt sind? Weingut Castel Ravello. Hey, Wächter. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. So, hier haben wir auch das Anschlagbrett. Was haben wir hier für dunkle Gestalten? Ich glaube, die Jungs kennen wir. Gesucht, mörderische Wandergilde-Mitglieder. Antoine Sterling, Sterling, Stragen, Lott, alias Halbblut und Willibert, vier Finger von Witten. Ich bin ja gespannt, beziehungsweise ich würde mich freuen, wenn ich den mal hier kennenlernen würde. Oh, schön hier. Gefällt mir. So, Anschlagbrett. Wir lesen uns mal die ganzen Sachen durch. Auf der Suche nach einem Kräuterkundigen. Ich heile die Kranken, richte die Niedergeschlagenen wieder auf. Bist du auf der Suche nach der Liebe? Ich kann dir helfen, sie zu finden. Brauchst du ein Heilmittel gegen die Liebe? Das lässt sich arrangieren. Deine Angebetete oder dein Angebetete mag dich nicht. Ein Herz lässt sich beeinflussen. Oder sind es deine Nachbarn oder deine Feinde? Sind sie zu wohlhabend? Gefällt dir das nicht? Es gibt unzählige Lösungen. Schlechter Atem, Warzen, Krätze. Und alles zum guten Preis von deinem Kräuterkundigen vor Ort. Der Kräuterkundler von Castel Ravello. Reisende aufgepasst. Wenn ihr auf Reisen geht, solltet ihr auf der Straße in der Nähe von Fuchstal meiden. In der Tulasenz-Höhlen haben sich Diebe eingenistet, die vom zwielichtigen Lot Halbblut angeführt werden. Die Gegend sollte gemieden werden. Reist nur in Begleitung einer großen Gruppe Bewaffneter dorthin. Märchenerzähler, ich erzähle Märchen. Für einen kleinen Obolus komme ich zu euch nach Hause und erzähle eine Geschichte zu jedem gewünschten Thema. Ich weiß, wie sich Kinder amüsieren lassen, aber ich kann auch Erwachsene mit wunderbaren Geschichten unterhalten. Ladet mich ein, dann seht ihr, dass das Lauschen einer Geschichte die Mühen des Alltags erleichtern. Arcadius, Achtung Monster. In der Nähe der Flüthöfe sind Barghästen gesichtet worden. Deshalb ist es ratsam, dass die Arbeiter in den Weinbergen vor Einbruch der Dämmerung nach Hause gehen, am besten in Gruppen. Außerdem wird empfohlen, sich von Friedhöfen fernzuhalten. Die Nichtbefolgung dieser Sicherheitsmaßnahmen kann schlimme Folgen haben, wie beispielsweise mentale Traumata, schwerwiegende Verletzungen und sogar zerrissen und verschlungen zu werden. Gesucht, Meisterzauberer, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich suche einen knallharten Mann, die sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und eine Hexe eine ordentliche Abreibung verpassen kann, wenn es darauf ankommt. Du findest mich beim Holzfällen in der Nähe vom Fuchstal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Alle Idioten, die sich für besonders Witzbolde halten, warne ich. Die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob, Holzfäller von Fuchstal. Und Vermentino-Wein, leichtes Trinken, das muss sein. Vermentino-Wein, leichtes Trinken, das muss sein. Ihr sucht einen vorzüglichen Jahrgang, wollt die Klarheit des Verstandes aber nicht verlieren.
Dann probiert den Wein vom Fermentino-Weingut. Ihr könnt ein ganzes Fass leeren. Und am Morgen habt ihr keine Kopfschmerzen. Der Grund hierfür ist der hohe Anteil von nahezu 100% Wasser in unserem Wein. Trinkt Fermentino und unterstützt uns dabei, die Nüchternheit unter den Bürgern Toussaints zu fördern. So, neue Markierungen erhalten natürlich. Jo, Rittergeschichten, eine Quest bekommen. Noch eine Quest. Gesucht. Meisterzauberer. Ich suche einen knallharten Mann, der beim Anblick von Zauberei nicht in die Hosen macht und einer Hexe eine ordentliche Abreibung verpasst. Das haben wir doch gerade gelesen, Kartoffel. So, entschuldige. Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Wir haben dafür nur eine Quest bekommen jetzt. Aber ich denke mal x Fragezeichen, ne? Und guck mal, da haben wir einen Kräuterschubs. Alter. Jo, da geht was. Aktuell haben wir wie viele Fragezeichen? Wie viele Fragezeichen? Das zeigt gerade gar nicht an. Doch, 23. Alter, Quest. Schauen wir doch auch nochmal rein. Rein für den Ritter zu Diensten. Die 35 müssen wir mal machen, mit Transformation. Gesänge eines Ritterherzens. Zu Hause ist es am schönsten. Hexeaufträge, ja, 48. Uiuiui. Großwildjäger, Schatz suchen. Da haben wir aktuell wirklich nur die eine. Was da? So, wir bleiben aber natürlich noch hier. In dieser Folge. Alter, solche Weinbanschen, ne? Strecken sie es mit Wasser, die Krüppel da. Aber mir gefällt's hier. So, ich hoffe, wir können hier rein, aber ich glaube nicht. Nein, können wir nicht. Schade, schade. Aber hier geht's weiter. Das feiere ich jetzt. Ohne Lohn rührt sich nicht mal ein Pferd. So, hier gibt's Kräuter. Sehr schön. So, schau mal, haben wir hier was? Nee, oh, guck mal. Die macht Wein. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so grau? Ja, ich spiele schon einige Lenzen hier, dieses Spiel, mein Freund. So, das ist leider auch gestorben, sag ich schon, auch verschlossen. Der weiße Wolf, höchstpersönlich. Hier drin ist der Kräuterschubse. Was steht da dort? Kräuter aller Art, das freut mich. Da werden wir gleich mal reinschneiden. Komm, was, da schneiden wir jetzt gleich rein zum Abschluss der Folge. Vielleicht können wir gegen den auch Gewinn spielen. Minze, Brennnessel, Schachtelhalm, die Fülle der Natur. Hallo, meine Liebe. Ich guck mal kurz bei dir ins Lager rein, wenn es erlaubt ist. Florin. Ein Buch aufnehmen zwischen den Welten. Haben wir das schon? Zwischen den Welten, in einer Welt nicht unehrlich des unseren, lebte einst ein Herrscher namens Askaryk. Als er ein alter Mann war, wurde er krank. Er spürte, dass er bald sterben würde, und so beschwor er einen bösen Geist namens Mabas und schloss einen Pakt mit ihm. Askaryk würde leben, bis sein Sohn das rechte Alter erreicht hatte, um den Thron zu besteigen. 10 Jahre vergingen, Askaryk starb und neben seinem Leichnam erschien Mabas und wendete sich dem Thronerben zu. Dein Vater hat mir etwas versprochen. Nun wirst du seine Schuld begleichen. Was hat mein Vater von dir bekommen? Fragte der Erbe. Was bin ich dir schuldig? Dein Leben, sagte Mabas und riss dem Erben mit der Klauen die Kehle auf. Der Knabe war noch nicht tot, als Mabas auch schon ein Tor und eine andere Welt öffnete. Heraus kam eine Söldnerarmee mit dem bösen Geist Berit an der Spitze. Mabas saß auf Askaryks Thron. Für das Land brachen schlimme Zeiten an. Die Bevölkerung rebellierte gegen die Herrschaft des Dämons. Mabas schickte ihr Berit und seine Armee auf den Hals. Berit metzelte alle Rebellen dahin. Seine Rüstung glänzte von Blut. Die Leute begannen, Berit den purpurroten Souverän zu nennen. Mabas Appetit war auch nicht gestillt, und so schickte er den purpurroten Souverän aus, um die Nachbarländer zu erobern. So ging es weiter. Hunderte von Jahren lang marschierte der Souverän und verlor immerfort Soldaten. Doch Mabas war nie zufrieden. Schließlich kam der Moment, da alle Völker auf allen Kontinenten unter Mabas Herrschaft standen und der purpurrote Souverän keine Armee mehr hatte. Er kniete vor Mabas und sagte, du hast mich angehört und ich habe meine Aufgabe erfüllt.
Du versprachst mir eine Waffe, von der kein Schild schützt. Die sollst du haben, sagte Mappas und bleckte die Zunge. Er griff in sein Gewand und zog eine Piole mit pestverseuchter Galle hervor. Die warf er auf den purpurronen Souverän. Doch der Souverän kannte Mappas gut genug, um den Verrat erwartet zu haben. Er öffnete eine Passage in eine andere Welt und floh, ehe die Piole den Boden traf. Doch als er floh, kam eine Windböe aus dem geöffneten Portal. Sie stieß das Fenster von Mappas Thronsaal auf und verteilte die Pestgalle über die ganze Welt. Seither wohnt Mappas in einem Turm, der einen Kontinent voller Leichen und von der Pest transformierter Bestien überblickt. Und Berit, der sich immer noch purpurroter Souverän nennt, zieht als Söldner von einer Welt zur nächsten und sucht Rache. Sehr geile Geschichte. So, haben wir hier noch was jetzt? Da haben wir noch was. Jo, wegen an Alk. Das schon, damit können wir uns eigentlich doch eigentlich auch gleich ausstatten. Verzehrbares, hat er gemeint. Wir kippen uns das Zeug hinüber. Minze, Brennnessel, Schachtelhalm, die Fülle der Natur. Jo, und mit dir spreche ich morgen dann in der neuen Folge von The Witcher 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag Bye-Bye und Servus, euer Franconia.